Guten Abend und herzlich willkommen hier im Demokratieturm oder früher Käfigturm. Mein Name ist Stefanie Schüppach und ich bin stellvertretende Leiterin des Politforums Bern und Kuratorin des Demokratieturms. Ich freue mich sehr, dass Sie heute an diesem sommerlichen Tag hier so zahlreich im Turm erschienen sind und begrüße Sie herzlich. Ich grüße auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns online im Livestream zuschauen. Der Käfigturm war fast 500 Jahre lang ein Gefängnis, aber ist nun heute ein offenes Haus für Diskussionen und politische Debatten zu unterschiedlichen Themen, die uns als Gesellschaft beschäftigen. Seit letztem Herbst ist der historische Turm auch mit verschiedenen Elementen und Installationen eingerichtet, die einen Austausch und eine Auseinandersetzung mit der Demokratie ermöglichen sollen. Dabei legen wir unserem Verständnis von Demokratie drei Fragen zugrunde. Wer ist an einer Demokratie beteiligt und wer nicht? Wie und durch wen werden Themen diskutiert und wie entscheiden wir gemeinsam? Diese Installation dient auch als Basis für unsere Diskussionsveranstaltung wie heute Abend. Und wir verstehen uns damit als einen Teil einer Infrastruktur für die Demokratie oder eben als Demokratieturm. Wir sind überzeugt, dass eine Demokratie offene und sichere Räume für Austausch, Dialog und Diskussion zu aktuellen Themen am Puls der Zeit und der Politik braucht. Dabei ist uns auch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern immer wichtig. Die heutige Veranstaltung ist dann auch eine Zusammenarbeit mit der Universität Bern. Im Rahmen der Friedrich-Dürrenmatt-Gastprofessur für Weltliteratur wird seit 10 Jahren bereits jedes Semester ein anderer internationaler Gast eingeladen, um ein Semester lang in Bern zu unterrichten. Seit 2019 sind diese Gastprofessorinnen und Professoren auch regelmäßig bei uns im Demokratieturm zu Gast. Die Idee dabei ist, dass wir auch Begegnungen außerhalb des akademischen Kontexts ermöglichen möchten mit diesen Gesprächen. Für uns ist diese Zusammenarbeit und der Austausch mit Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen aus verschiedenen Ländern sehr wertvoll und zentral. Und wir sind der Meinung, dass solche Dialoge auch für Demokratien und die Gesellschaft sehr wichtig und bereichernd sind. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an Professor Oliver Lubrich und sein ganzes Team für die gute Zusammenarbeit und die immer wieder spannenden Gäste, die Sie nach Bern bringen. Ich freue mich nun sehr, Ihnen den heutigen Gast vorzustellen. Professor Karl Schlögl ist einer der renommiertesten Osteuropa-Historiker und ein profilierter Kenner des postsowjetischen Europas. Er hat an der Freien Universität Berlin in Moskau und in Leningrad Philosophie, Soziologie, osteuropäische Geschichte und Slawistik studiert. Er lebt heute in Berlin und lehrte bis 2013 als Professor für osteuropäische Geschichte an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Für seine Arbeit hat er auch verschiedene Auszeichnungen erhalten. So zum Beispiel 2018 den Leipziger Sachbuchpreis für das Buch »Das sowjetische Jahrhundert – Archäologie einer untergegangenen Welt«. Das 2015 erschienene Buch »Entscheidung in Kiew – Ukrainische Lektionen« hatte Karl Schlögl als Reaktion auf die Annexion der Krim 2014 geschrieben. Bereits damals schrieb er, dass wir nicht wissen, wie der Kampf um die Ukraine ausgeht. Und, Zitat, »die Ukraine wird nie mehr von der Landkarte in unseren Köpfen verschwinden.« Hier in Westeuropa war die Ukraine für viele lange ein blinder Fleck. Dies hat sich nun aber spätestens seit dem brutalen russischen Angriffskrieg vom 24. Februar 2022 geändert. Viele von uns wissen zwar immer noch sehr wenig über die Geschichte und die kulturelle Landschaft der Ukraine. Aber der Angriffskrieg hat die Wahrnehmung Osteuropas hier in Westeuropa verändert. Und die Ukraine wird als eigenständiges und unabhängiges Land auf der Landkarte in unseren Köpfen verankert und ist ins Zentrum Europas gerückt. Unter dem Titel »Die Mitte liegt ostwärts, die Neuvermessung Europas« beschäftigt sich Karl Schlögl auch in seiner Vorlesungsreihe hier in Bern mit diesen Veränderungen unseres Europabildes. Und das sind auch die Themen des heutigen Gesprächs. Ich freue mich auch sehr, dass wir als Gesprächspartnerin die Journalistin und Politikwissenschaftlerin Anna Schichoreva gewinnen konnten. Sie ist gerade gestern von einer längeren Osteuropareise zurückgekehrt. Anna Schichoreva ist in Moskau geboren, in Deutschland aufgewachsen und hat Europa- und Politikwissenschaft studiert. Heute arbeitet sie als Reporterin bei der Wochenzeitung WOZ. Ihre im November 2022 erschienene WOZ-Beilage »In dieser Welt zwischen Ost und West« wurde für den Swiss Press Award 2023 nominiert und im Rahmen des transnationalen Rechercheprojekts Europe's Far Right hatte sie 2018 den österreichischen Concordia-Preis gewonnen.
Bevor ich nun an unsere Gäste übergebe, noch kurz zwei organisatorische Anmerkungen. Unsere Fotografin Susanne Goldschmidt wird die Veranstaltung fotografieren und die Veranstaltung wird auch gefilmt und eben auf YouTube gezeigt und das Video bleibt auch danach online. Also wer nicht fotografiert oder gefilmt werden möchte, soll doch bitte jetzt kurz die Hand heben, dass wir das berücksichtigen können. Niemand? Gut, vielen Dank. Es ist uns wichtig, dass auch Sie, liebes Publikum, an der Diskussion sich beteiligen können und wir werden die Diskussion nach circa einer Stunde für Ihre Fragen öffnen und alle, die im Livestream zuschauen, können die Fragen gerne über den Chat auf YouTube stellen oder auf Slido. Und ich werde den Livestream betreuen und die Fragen dann hier vor Ort einbringen. Nun übergebe ich nun aber gerne das Wort an Sie beide und freue mich sehr auf das Gespräch. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Auch ich freue mich sehr, dass Sie und ihr so zahlreich erschienen seid, trotz des schönen Wetters hier im vierten Stock. Und hoffe, dass Sie auch vor den Bildschirmen zahlreich vertreten sind. Da ja Frau Schüppach mir das schon abgenommen hat, unseren Gast vorzustellen. Verdankenswerterweise möchte ich eigentlich an dieser Stelle nur ergänzen, dass diese Vorlesungsreihe, von der die Rede war, sehr hörens- und sehenswert ist und man sie komplett im Internet nachschauen kann, wenn man das möchte. Ich habe jetzt in ein paar Folgen reingeschaut und da wir heute Abend nur einige der Themen ansprechen können und sie dort vertieft werden, lohnt es sich auf jeden Fall. Auch das hat Frau Schüppach schon gesagt, wir wollen heute darüber sprechen, wie wir hier in Westeuropa den Osten des Kontinents wahrnehmen und wie Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine diese Wahrnehmung auch verändert und verschoben hat. Und ich möchte eigentlich gleich anschließen an das, was schon gesagt wurde mit meiner ersten Frage. Herr Schlögel, Sie kennen Mittel- und Osteuropa wie sehr wenig andere im deutschsprachigen Raum. Sie haben die Städte und Orte dieser Region kartografiert, vermessen. Sie haben sie auch als Flaneur beschrieben und durchschritten. Und schon als Russland 2014 die Krim annektierte und dann den Krieg im Donbass im Osten der Ukraine entfachte, aber spätestens dann, als Russland 2022 im Februar den Krieg auf das gesamte Gebiet der Ukraine ausweitete, wurde eines offenkundig, die Ukraine ist für viele hier im Westen, in Westeuropa, war eine Terra Incognita, ist es teilweise immer noch. Wieso bedurfte es eines Krieges, um das immerhin flächenmäßig zweitgrößte Land Europas auf die politische Landkarte zu hieven? Und wie erklären Sie sich dieses fehlende Wissen, vielleicht kann man schon so weit gehen zu sagen, auch Desinteresse? Ja. Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung durch die Universität. Ich konnte fast ein halbes Jahr lang diese Vorlesung halten zur Neuvermessung Europas. Und vielen Dank auch für die Einladung hierher. Ich meine, es ist ja eigentlich der Traum, wenn aus einem Gefängnis ein offener Raum wird, in dem man alles besprechen kann. Ich habe eigentlich diesen Wunsch an einer anderen Stelle formuliert. Am Ende meines Buches über das sowjetische Jahrhundert habe ich ja ein Museum entworfen, nämlich am Sitz des KGB, sprich Tscheka, NKWD, KGB, FSB. Ich hoffe und träume davon, dass irgendwann die Zeit kommt, wo in diesem Gefängnis, in diesem geschlossenen Raum der Unterdrückung irgendein anderer Raum entsteht. Also vielleicht kann man das als Vorbild nehmen, Verwandlung eines Gefängnisses in einen offenen Raum, in dem alles besprochen werden kann. So zu der Frage. Es war ja auch für mich ein Schock, 2014, dass es zu diesem Angriff kam. Man war auf manches gefasst, aber dass es tatsächlich zu einem Krieg, also der eben nicht jetzt oder im letzten Jahr, sondern 2014 begonnen hat, das war doch eine erschütternde Erfahrung. Man könnte jetzt sagen, es gab nie im Westen ein Interesse,
und so weiter. Aber man kann das ja rekonstruieren. Dieses Europa hat nach dieser Großkatastrophe, nach 45 Jahren gelebt, sozusagen in zwei Hemisphären, die entstanden sind, gegeneinander hochgerüstet, nicht nur militärisch, sondern mental, ideologisch. Und es bedurfte einer sehr langen Zeit. Ich erinnere nur an Anfang der 80er Jahre, als Milan Kundera sozusagen die große Entdeckung gemacht oder formuliert hat. Da gibt es ja noch etwas anderes, jenseits von Ost und West, jenseits von Kapitalismus und Kommunismus, nämlich dieses mittlere Europa. Das ist verschwunden in einer langen Zeit, und ich würde sagen, ich gehöre einer Generation an, nach dem Krieg geboren und aufgewachsen, die eigentlich nichts anderes kennenlernte als die geteilte Welt. Man lebte entweder in der Bundesrepublik oder, wie man damals sagte, Westdeutschland, oder im Osten. Und es war eigentlich eher die Ausnahme, wenn man über den Eisernen Vorhang oder unter dem Eisernen Vorhang hindurch sich auf die andere Seite begeben hat. Ich hatte aus verschiedenen Gründen das Glück, dass ich sehr früh über diese Grenze hinweggegangen bin. Das war ungemein interessant, aufregend, spannend. Ich wurde mit Lebensschicksalen und Landschaften bekannt, die man normalerweise im Westen nicht kennengelernt hat. Aber man muss bedenken, es ist nicht einfach Desinteresse, sondern es ist ein verschiedener Lebenshorizont, wie der Koselleck das genannt hat. Wenn man im Westen aufwuchs, da guckte man mit dem Blick nach Paris, nach Oxford, nach New York oder Los Angeles. Und im Osten hatte man die Möglichkeit nicht. Das Interesse im Osten am Westen war systematisch und immer vital und stark. Ja, während man im Westen eher woanders hingeguckt hat. Und der Osten war ja so etwas wie Traumagelände. Also das war Kriegsgelände, das war Gelände des Völkermords, das war Gelände von Vertreibung und also schrecklichen Erfahrungen, dass man eigentlich nur aufsuchte, wenn es spezielle Gründe gab, familiäre, zufällige, dass man ja familiäre Beziehungen hatte. So, und es bedurfte einer tatsächlichen Erschütterung dieses Lebens- und Erfahrungshorizonts, und diese Erschütterung hat es ja dann gegeben. Anders als 89, wo sich das alles geweitet hat und wo man sozusagen plötzlich loslegen konnte, losfahren konnte, gab es dann diese andere Zäsur. Und es gab ja einige Zäsuren. Es gab den 11. September und es gab eben auch 2014, für einige war es vielleicht auch schon der Tschetschenienkrieg und Georgien, für mich war es 2014, das ich auch vor Ort erlebt habe. Aber ich komme jetzt gleich zum Ende nochmal zu Ihrer Frage. Ich kannte die Ukraine, also ich bin eigentlich ein Ukraine-Veteran. Ich war zum ersten Mal als Gymnasiast aus Bayern auf dem Weg nach Moskau, in Uschgorod, in Lemberg, in Kiew, in Charkiw. Ich kannte das und ich hatte auch Bilder von diesen großartigen Städten. Aber es war sozusagen Durchreiseland, es war Provinz, es war Hinterhof, es war Teil der Sowjetunion. Und interessant war für unser eins damals, die sozusagen aus dem Kalten Krieg heraus wollten, sozusagen diese andere Seite kennenzulernen. Und man ging nach Moskau, und Kiew und Lemberg, das waren Zwischenstationen, Durchgangsstationen, Peripherie. Und dass das ein eigener historischer Block war, ein eigenes historisches Gelände, eine eigene, mit einer eigenen Sprache, Kultur und so weiter, das hat man tatsächlich erst in diesem Augenblick zur Kenntnis genommen, als sozusagen der Krieg ausbrach. Und ich bin nicht der Einzige,
Ich bin eigentlich jemand, der es relativ früh gemerkt hat, wenn ich zu meiner Ehre das sagen darf. Aber ich meine, so ein toller Kollege in Amerika, der 95 diesen Aufsatz geschrieben hat, Does Ukraine Have a History? Das ist einfach, also das war in der Zunft eine verbreitete, ich will nicht sagen Ignoranz, aber das war sekundär, tertiär, oder es gab Ausnahmen wie der Schweizer, gebürtige Schweizer, aber schon lange in Wien lehrende Andreas Kappeler, der Pionierarbeit geleistet hat, was die ukrainische Geschichte als eigenständige angeht. Soweit vielleicht zu diesem Thema. Entschuldigen, Sie müssen mich halt unterbrechen, wenn es zu lange ist. Es führt genau in die Richtung, in die ich wollte, von daher ist das doch super. Sie haben es eben schon angetönt, auch wenn ich das sagen darf, selbstkritisch, dass auch für Sie und für viele andere, jetzt geht es wieder, für viele andere ihrer Zunft, jetzt geht es wieder nicht, die Ukraine eben eine Peripherie war, ein Durchreiseland in Richtung Russland, Moskau auch, und dass auch Sie, ich glaube, Sie formulieren es, wenn ich mich richtig erinnere, in Ihrem Buch Entscheidung in Kiew, so, dass Sie Ihren Blick neu justieren mussten nach 2014, nach dem Schock von 2014. Okay. Genau, und was würden Sie denn sagen, ist dabei in den Blick geraten, oder was sind so vielleicht die wichtigsten und die überraschendsten Einsichten und Erkenntnisse, die Sie bekommen haben, als Sie Ihren Blick neu justiert haben mit Fokus auf die Ukraine? Da kommt eine ganze Menge zusammen, wie das bei solchen Erschütterungen halt der Fall ist. Das eine ist die Erfahrung einer nahe rückenden Gewalt. Unser eins, auch wenn man in der Anti-Vietnam-Bewegung unterwegs war, für uns war Krieg, Gewalt eine Fernsehangelegenheit der Abendnachrichten oder vielleicht etwas näher als der Jugoslawienkrieg war, bekam man das mit. Also der Einbruch einer ganz neuen Erfahrung, sozusagen anderthalb Flugstunden von Berlin entfernt, an Orten, die man kannte, regnete es plötzlich Bomben, Drohnen, also die Erfahrung der Gewalt, die für mich und nicht nur für mich neu gewesen ist. Das ist das eine. Das zweite, dass überhaupt die Ukraine als Subjekt dort auftauchte. Ja, man hatte ja als guter Historiker so seine gewissen Kenntnisse, aber das ist eine eigenständige, selbstbewusste, eine Nation in the making war, eine Nation, die sich auf die Hinterbeine stellte, die in Ruhe gelassen werden wollte, die genug hatte von diesem sozusagen zugehörig sein zu diesem Imperium, die einfach ein normales Land werden wollte, eine Gesellschaft, die in Ruhe gelassen werden wollte. Das war eine neue Erfahrung. Ich meine, im Westen war ja sozusagen die Nation ein abgelaufenes Projekt. Das war ja eher anrüchig, wer von der Nation, der Selbstständigkeit der Nation sprach. Nein, die Nation ist eben, auch wenn eine Gesellschaft sich auf die Hinterbeine stellt, wenn sie aus dem Imperium heraustritt und eine Bürgergesellschaft wird. Und das ist etwas mehr auch nur als Civil Society, etwas mehr als Zivilgesellschaft, von der wir immer reden. Die Gesellschaften sind komplexer. Zur zivilen Gesellschaft oder Gesellschaft gehören auch die Lkw-Fahrer, die einen Streik organisieren, die Landwirtschaftsleute, die das Land versorgen, die Eisenbahner, die jetzt das Land zusammenhalten. Also das ist nicht nur NGO, ja, sondern die ukrainische Gesellschaft und jede andere ist etwas kompakter, komplexer. Und dieses Erlebnis einer vitalen Gesellschaft, die sich nicht mehr alles gefallen lässt, die sogar bereit ist, von heute auf morgen sozusagen aus einem Zustand, aus einem gewohnten Normalzustand herauszutreten und eine Entscheidung zu treffen, ja,
nämlich aus einem IT-Schnick, aus einem IT-Fachmann, aus einer Krankenschwester-Existenz, aus einem Arzt- oder Schauspieler-Existenz zu sagen, nein, jetzt kommt es darauf an. Und ich treffe eine Entscheidung, das ist ein ungeheures Erlebnis und ein Wunder eigentlich, dass man in diesem Europa, das sich irgendwie eingerichtet hat und in dem alles schon geordnet ist und gelaufen ist, also das. Dann natürlich, dass man professionelle, wie sagt man, Mängel ausgleichen. Man musste einfach nochmal lernen, ich jedenfalls für meinen Teil. Ich habe natürlich schon vor 20 Jahren eine Vorlesung über Ukraine gemacht in Konstanz oder vor 25 Jahren. Aber dass man nochmal reingehen muss in die Geschichte, um sie sich zu vergegenwärtigen. Ja, nochmal lernen fällt manchen Leuten ja schwer, wenn man schon etwas älter geworden ist. Das trifft im Übrigen auch jetzt zu. Man kann nach dem Krieg, den Putins Russland gegen die Ukraine führt, kann man nicht einfach die russische Historiografie für abgeschlossen und erledigt halten, sondern man muss, nachdem die großartigen Arbeiten von Richard Pipes und wie sie alle heißen, die ihr ganzes Leben verbracht haben, sich einen Reim auf die russische oder sowjetische Geschichte zu machen, wir sind an einen Punkt angekommen, wo man trotzdem noch einmal neu einsteigen muss. Ja, man muss die russische Geschichte muss man sich noch einmal neu vor Augen führen. Und das hat nichts mit Wegwerfen von Erkenntnissen zu tun oder dass man nichts mehr mit dem Land zu tun haben will, im Gegenteil. Sondern ein ganz neuer Ernst kommt in die Russland-Betrachtung hinein. Und um das abzuschließen, man hat ja diesen Russland-Versteher-Begriff sozusagen fast als Denunziationsformel benutzt. Es gab eigentlich und gibt eigentlich viel zu wenig Russland-Versteher. Ja? Und ich würde sagen, vor dem Russland-Verstehen kommt, über Russland nachzudenken. Und die Leute, die sich für Russland-Versteher gehalten haben, also man braucht, glaube ich, gar nicht viele Namen zu nennen, wer in Deutschland dafür in erster Linie in Frage kommt, bis hinauf in Führungsetagen der SPD. Es gab gar keine wirklichen Russlandversteher, die Augen, Ohren, Sinne offen hatten für das, was sich angebahnt hat. Ja? Und deswegen ist das Plädoyer eigentlich jetzt zunächst nachdenken, hinhören, was dort alles in diesem riesigen, unüberschaubaren Land sich es schwer zu machen. Ja, nicht sich den Kopf zu zerbrechen, nur was in dem Kopf dieses einen Mannes vor sich geht, sondern dahinter zu kommen, wie dieses Riesenland tickt. Ja, und ich würde sagen, wir wissen gar nicht viel. Wir tun uns sehr schwer zu sagen, was dort abläuft, was dort heute, morgen, übermorgen oder in einem Monat passiert. Es ist fast alles drin. Und ja, also justieren heißt einfach sozusagen auf der Höhe der Gegenwart noch einmal alles Revue passieren zu lassen. Nach Möglichkeit sine ira et studio, also gelassen, ruhig, uneifrig, aber trotzdem engagiert. Und diesen Weg dazwischen, von Anteilnahme am Schicksal der angegriffenen Ukrainer, auch am Schicksal dieses Russland, das sich sozusagen ins Aus hat manövrieren lassen, und gleichzeitig sozusagen kühlen Kopf zu bewahren und seine Arbeit weiterzumachen, was im Übrigen ein großes Problem auch der Gestaltung der Vorlesung war. Ja, also eine Vorlesung über Geschichte zu machen, ist das eine. Da kann man sozusagen den ganzen Fundus aufbereiten und erzählen und rivalisierende Interpretationen und Narrative bringen. Aber im Augenblick eine Vorlesung zur Geschichte der Ukraine und Russlands oder diese Beziehung zu machen, heißt sozusagen in Echtzeit verbunden zu sein mit einer Katastrophe, ja,
Also, gestern ist die Stadt Kiew zweimal schwer angegriffen worden und das muss man sich einfach, Sie wissen das alles, ich brauche das nicht zu beschwören. Es heißt, eine europäische Stadt, 2 Stunden von Zürich-Kloten entfernt, wird bombardiert. Die Infrastruktur eines ganzen Landes wird systematisch zerstört, um ein Land in die Knie zu zwingen. Das passiert. So, und wie verhält sich ein Hochschullehrer, ein Intellektueller oder wie immer man diese Personen nennen soll, sozusagen zwischen historischer Erklärung und Bewältigung einer Gegenwart, von der nicht absehbar ist, wie sie ausgehen wird? Also so viel vielleicht zum erträglichen Leiden eines Hochschullehrers in einer solchen Situation. Ja, vielleicht ist der Historiker da auch in einer schwierigen Situation, weil der Historiker, die Historikerin ja die Geschichte analysiert, während ich jetzt vielleicht als Reporterin eben vor Ort gehen kann und das beobachten kann. Und Sie haben jetzt ganz viele verschiedene Punkte angesprochen, die ich gerne zum Teil auch noch vertiefen würde. Sie halten ja, glaube ich, morgen Ihre letzte Vorlesung zum Thema über Russland nachdenken. Das möchte ich nachher auch noch tun. Aber Sie haben angefangen mit einer Beschreibung der ukrainischen Gesellschaft und ich würde gerne da noch kurz verharren, weil bei meinen letzten Reisen, also ich war jetzt 3-mal in der Ukraine seit letztem Februar und diese Gesellschaft, die Stärke dieser Gesellschaft, also es wird auch immer medial sehr beschworen, dass sie sehr widerstandsfähig und stark ist und dass die Solidarität sehr groß ist und das kann ich nur bestätigen, das ist das, was ich da sehr stark erlebt habe, dass die Menschen auch durchhalten wollen und sich eben diesem schrecklichen Angriffskrieg entgegenstellen. Und was mich da interessieren würde, Wie kam es denn, dass die Ukraine sich so entwickelt hat seit ihrer Unabhängigkeit? Immerhin gab es 2 Revolutionen in diesem Land. Also vielleicht auch im Vergleich zu Russland, das, wenn wir jetzt diese Zeitspanne nehmen, immer autoritärer wurde. Natürlich auch jede Gesellschaft, also alles, was Gesellschaft ausgemacht hat, auch systematisch zerstört wurde vom Regime. Und spätestens seit 2011 es den Weg eingeschlagen hat, aber das ist eine Frage, die mich umtreibt. Was sind für Sie die Gründe, warum sich die Ukraine so entwickelt hat? Tja, wenn ich eine gute Antwort, eine knappe Antwort darauf wüsste. Ich meine, vieles war in der Ukraine ja nach der Unabhängigkeit und der Aufkündigung der Sowjetunion ging ja viel langsamer als in Russland. Die Funktionäre, die vorher der KP angehörten und die Leitung innehatten, die verwandelten sich plötzlich alle in nationalbewusste Präsidenten, also wir kennen die ja alle, die roten Direktoren der großen Kombinate, sie waren plötzlich Vorsitzende von Aktiengesellschaften, hatten ungeheure Reichtümer von heute auf morgen. Es gab natürlich auch vorher schon eine Nationalbewegung, aber es hat zunächst auch lange gedauert. Ja. Ich glaube, es kam dazu, dass im Unterschied zu diesem post-sowjetischen Russland, Russland weiß bis heute ja nicht, wer es eigentlich ist, wohin es gehen soll. Also wer sind eigentlich die Russen, wenn das Imperium weg ist? Ja, wer sind sie? Ja, und darüber geht ja der Streit. Ist es die russländische Welt, die russländische vielnationale, multiethnische Nation oder ist es Russki Mir, ist es die russische Welt, also im engen ethnischen Sinn? Das wissen sie bis heute nicht und darum geht ja auch der Kampf. Und im ukrainischen Fall muss man sagen, die lange peripheren, unterdrückten, vernachlässigten, diskriminierten Nationen, Völker, Nationen in Statu Nascendi, sie hatten eine sozusagen
eine leichtere Vorstellung, den Ausweg aus dem Imperium zu finden, sozusagen aus dem imperialen in einen postkolonialen Zustand zu übergehen, auch mit gewissen Gefährdungen. Ja, man konnte alles, was schiefgelaufen ist, konnte man sozusagen exportieren. Ja, die anderen sind schuld, die Russen sind schuld und so weiter. Diese Gefahr gab es und gibt es immer noch. Aber es gab sozusagen das Vertrauen in die Möglichkeit, eines eigenständigen Weges ein Land aufzubauen und eine moderne Nation zu werden und das Imperium abzuschütteln. Dann kommen Dinge hinzu, die in meinen Augen außerordentlich wichtig sind und in meiner Erfahrung, die Ukraine ist ein kleines Land, obwohl es das größte flächenmäßig in Europa ist, aber im Vergleich zu diesem also 10.000 Kilometer Imperium von Smolensk bis zum Pazifik, ist es ein kleines Land. Sie können an einem Tag von Lemberg bis Donetsk oder Charkiw durchfahren. Es ist ein polyzentrisches Gebilde und das war für mich eigentlich immer der Haupteindruck. Ich habe ja zunächst gar keine Nationalgeschichte im Auge gehabt, das haben andere Leute gemacht, sondern ich ging ja in die Ukraine sozusagen von Stadt zu Stadt, von Landschaft zu Landschaft. Also ich war fasziniert von Lemberg, ich war von Tschernowitz, von Charkiw und für mich war eher die Frage, wie kann eigentlich dieses Land mit einer solchen Vielfalt überhaupt leben? Wie kann sie diese Vielfalt, diese Heterogenität aushalten? Ja, ist das nicht eine Gefahr? Ist es nicht ist sie damit nicht verwundbar? Also durch Fragilität, durch die Vielfalt der Kulturen und der Sprachen? Nein, es ist ein großes Kapital für dieses Land, dass sie aus so vielen Geschichten, Sprachen, Kulturen zusammengesetzt ist und ich würde sagen, die politische Nation der Ukraine verkraftet es tatsächlich, so unterschiedliche Kulturen zusammenzubringen, wie, ich sage jetzt mal, das habsburgisch geprägte Lemberg oder das deutsch-jüdisch geprägte, rumänisch geprägte Tschernowitz. Es bringt Tschernigew zusammen mit Charkiw und natürlich Kiew als eine integrale, große, europäisch gewordene Metropole, die aufgehört hat, eine Provinzstadt zu sein, die es natürlich nie war. Aber im sowjetischen Zusammenhang war Kiew sozusagen sekundär und nicht wichtig. So, ich verirre mich vielleicht etwas in meinem Argumentieren. Können Sie noch mal kurz... Ja, die Stärke... Genau. Wie es dazu die Stärke, kam, ja. Die Vielfalt, die Polyzentralität und eben das Bewusstsein, dass sie aufgestanden sind, dass sie in der Lage sind, aus diesem Land etwas zu machen, das im Übrigen, was manchmal ein Vorteil ist, arm ist. Ja, also es hat zwar die Kohlenfelder und kann Erz und so weiter, aber im Unterschied zu diesem Russland, das sich total sozusagen als Ressourcen Großmacht entwickelt hat, sich komplett abhängig gemacht hat vom globalen Markt an Öl, Gas und so weiter, die Ukraine hat das nicht, sondern sie ist wie viele Länder, die diese Ressourcen nicht sozusagen haben, diese Naturalrente, wenn man so will, sie ist gezwungen, den eigenen Grips in Anspruch zu nehmen. Und das heißt, das kann man auch ablesen, sie müssen sich auf den Weg machen, sie sind einfach gezwungen gewesen und sie haben es gemacht. Sie sind in die Welt hinausgegangen und haben gearbeitet, ja. Sie waren nicht die Touristen, die ich kenne, von der Côte d'Azur und von City of London und die Immobilienbesitzer, sondern sie waren die Leute, die gearbeitet haben. Die sind nach Bergamo geflogen und nach Neapel gefahren und haben dort sozusagen Krankenhausdienste und was weiß ich gemacht. Sie sind nach Spanien, nach Portugal gegangen und
und also was man als Arbeitsmigration bezeichnet, über die sich dieser Putin lustig gemacht hat, ja, dass die Ukrainer zum Arbeiten nach Portugal und Spanien mussten, ja, während also seine, die Bürger seiner russländischen Föderation das nicht müssen. So, eine sozusagen aus Not geborene Pflicht, sich neu aufzustellen, etwas zu erfinden, etwas zu machen. Und das Schlimme an der ukrainischen Krise oder an dem Krieg gegen die Ukraine ist eben, dass der Krieg losgebrochen ist in einem Augenblick, als das Land sozusagen im Take-off war. Also ich habe diese Jahre vor 2014 ja erlebt, überall ging es los. Lemberg hat sich in Form gebracht, fast so ähnlich wie Prag. Plötzlich gab es dort einen wilden Tourismus. Nach Odessa, das hat lange gedauert, weil die Stadt unglaublich korrupte Strukturen und so weiter hatte, aber es fing an. Oder die Fußballstadien, die zur Europameisterschaft gebaut worden sind, die Flughäfen, die jetzt alle gebombt sind, ja, und ruiniert sind. Das war der Augenblick vor dem Krieg. Und man hatte den Eindruck, es ist ein, ich will nicht sagen ein Tigerstaat, aber ein Land, ein Staat, das im Begriffe war, so etwas wie eine polnische Karriere hinzulegen. Ja, und deswegen trifft einen diese, also ich kann mich genau erinnern, als die ersten Raketen auf das Stadion, das Schachtjor-Stadion in Donetsk geflogen sind, das war wie ein Signal, Russland ist entschlossen, diesen Aufstieg und dieses Fertigwerden mit einer unendlich schwierigen Situation im Ansatz zu ersticken. Sehen Sie darin auch eines der Motive? Sie haben jetzt vorhin gesagt, dass Russland selbst nicht genau weiß, wo es hin will, was es ist, was deren BürgerInnen sind. Ja, jetzt sagen Sie, dass es auch diesen Aufbruch, den es in der Ukraine gegeben hat, durch Gewalt, durch die Kraft der Gewalt, durch die Bomben gestoppt hat. Ist das aus Ihrer Sicht auch ein Motiv, dass sozusagen ein Land, das man als eine Art Kolonie betrachtet, eben diese Entwicklung durchmacht und diesen Weg geht und man das verhindern möchte? Ja, das ist ganz bestimmt so. Man wollte dieses Land aufhalten, seinen eigenen Weg zu gehen und dass der Funke oder die Entwicklung, die dort an der Peripherie eingesetzt hat, sozusagen wieder unter Kontrolle zu bringen. Und der Zusammenhang zwischen der fortschreitenden Gleichschaltung, Repression im Russland selbst und der Aggression nach außen ist ja offensichtlich. Ja? Also der Zusammenhang zwischen der Fälschung der Wahlen 2011, 12, den Massendemonstrationen, die es in Moskau und in großen Städten gegeben hat, mit Hunderttausenden von Leuten, ja, also die, ich sage es mal, die Generation Nawalny und sozusagen die Flucht nach vorn dann in den Krieg, in den chauvinistischen Wahn, ja, um die inneren Unruhen zu ersticken und zu überrunden, das ist ja offensichtlich. Ja? Und es ist ein großer Irrtum in der ganzen Ukraine- und Russland-Diskussion im Westen gewesen. Man hat ja nie oder fast nie diskutiert, was eigentlich die inneren Triebkräfte gewesen sind, die diesen Mann oder dieses Regime oder dieses Land dazu gebracht haben, den Angriff zu wagen. Ja, sondern die ganze Diskussion war immer befangen in einer eigentlich kindischen Vorstellung, dass dieses große Land sozusagen als Reaktion auf den Beitritt osteuropäischer Staaten zur NATO und zur EU, dass das dadurch ausgelöst worden sei. Und die Hauptfrage, die also jeder Schüler eigentlich oder jeder Student oder jeder Studierende lernt, dass Außenpolitik etwas ist, was abgeleitet ist aus inneren Dynamiken. Ja, das wurde in diesem Diskurs meistens nur am Rande
diskutiert. Und das hängt wiederum damit zusammen, Russland, über Russland nachdenken und Russland verstehen. Und also, wenn Sie meine These dazu hören wollen, dieser Mann an der Spitze, er hat kein Programm für sein Land, sozusagen, er hat nie die Churchill'sche Rede gehalten von Schweiß, Blut, Tränen, dass wir dieses große, intelligente, so reiche Land neu aufstellen, sondern er ist den bequemsten Weg gegangen, den man nur gehen kann, nämlich die Zuströme aus ungeheurem Kapital aus dem Weltmarkt einzukassieren, anstatt das Land neu aufzustellen, die Talente zur Entfaltung zu bringen, die jungen Leute zum Zuge kommen zu lassen. Wo sind die denn? Ja, wo sind die? Millionen sind aus diesem Putin-Russland weggegangen, weil sie keine Chance sehen, ihr eigenes Land neu auf die Beine zu stellen. Und deswegen ist diese Figur Putin eigentlich, ganz abgesehen von dem, was dann passiert und was noch passieren wird, ein großes Verhängnis für Russland, weil er hat den Raum kaputt gemacht, in dem das Land sich verständigen kann, wer sind wir eigentlich, was wollen wir und wie soll dieses Land aussehen. Wer das heute diskutiert, ist ein Volksfeind. Wer das heute diskutiert, ist ein Agent. Wer das diskutiert, der muss das Flugzeug nach Istanbul besteigen und versuchen, rauszukommen. Ja? Und sozusagen der Ernst dieser Situation, dass jeder, der diesen Krieg heute als Krieg bezeichnet, ein Agent des Auslandes ist, das ist ja eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Und ich frage mich immer, warum tun wir uns so schwer, die Situation der Leute nachzuvollziehen, also die von heute auf morgen den letzten Flug nach Istanbul oder nach Tbilisi oder nach Alma-Ata oder nach Seoul bekommen haben und die nicht mehr zurück können. Mich erinnert das an die Leute, die 33 sozusagen den letzten Zug vom Anhalter Bahnhof genommen haben und nach Paris gegangen sind. Sie wussten nicht, was mit ihren Wohnungen, mit ihren Bibliotheken passiert. Sie hatten vielleicht ihre Schlüssel noch abgeben können an den Hausmeister, der sich darum kümmern soll. Die Leute, die heute raus müssen, weil ihnen etwas passieren kann, ja, die sind in dieser Situation, dass sie sozusagen, wenn sie Glück haben, den Schlüssel noch abgeben können und sie wissen nicht, was mit ihnen morgen oder in den nächsten Monaten oder Jahren passiert. Können Sie, also eine beliebte Kritik, die ich immer wieder gehört habe gegenüber Menschen aus Russland, war eben, ja, wieso gehen Sie weg, wieso bleiben Sie nicht und demonstrieren? Können Sie das verstehen, wenn Sie das jetzt, also Sie haben es ja sehr eindrücklich beschrieben, die Not auch, warum diese Menschen eben alles zurücklassen und gehen müssen oder im Gefängnis landen oder was würden Sie antworten, wenn das jemand sagt? Also ich bin nicht in dieser Situation. Das sind Entscheidungen, Lebensentscheidungen, ob man alles zurücklässt. Und es hat die Situation ja nach Revolution und Bürgerkrieg schon gegeben mit 2 Millionen, die aus dem alten russischen Reich geflohen sind, nach Konstantinopel, Belgrad, Berlin, Prag, Paris, alle in der Hoffnung, dass die Rätemacht, die bolschewikische Macht sozusagen in Kürze abgewirtschaftet haben wird und dass sie wieder zurück können, ja, dass sie ihr Land sozusagen, an dem sie hingen und so weiter und so fort und an dessen Entwicklung sie auch nicht nur an der Restauration, sondern an dessen Entwicklung sie auch interessiert waren, dass diese Hoffnung war vergeblich. Ja? Die russische Diaspora konnte nicht zurück oder einige vielleicht dann im großen Vaterländischen Krieg, als sie sagten, also wir müssen jetzt, und es gab ja prominente Russen, die dann sich um eine Rückkehr beworben haben, viele davon, das muss man auch sagen, ihnen ist das nicht gedankt worden. Ja, die ganze Prager Community ist sozusagen nach Moskau gegangen
und ist im Lager gelandet. Das muss man sich einfach vorstellen. Also ich traue mir nicht zu, also jeder muss das für sich entscheiden. Und es gibt Entscheidungen von Leuten, die ganz genau wissen, dass sie morgen oder übermorgen hops genommen werden. Ja? Und dass sie sozusagen dann in diesen Käfigen verurteilt werden und diese Standardurteile, das ist ja in den letzten Jahren alles schon vorgeführt worden. Ja, und es wird auch jetzt wieder jeden Tag vorgeführt. Ich möchte nur erinnern, dass Oleg Orlov, also der Gründer von Memorial, das muss man sich vorstellen, er ist da geblieben, er hat jetzt diese Anklage und es läuft das Verfahren. Und der Gründer eigentlich dieser Memorialorganisation, die eigentlich das Bedeutendste an historischer Aufarbeitung, Tapferkeit im Einsatz für die ganz gewöhnlichen Menschenrechte, dieser Mann, der sieht jetzt, und das weiß er genau, sieht einem Urteil entgegen, das so ähnlich wie Karamurza und anderen ihn ins Lager bringt. Ja, und ich meine, Sie wissen das ja alles, Sie kennen das aus den Nachrichten, das so und so vielte Verfahren bringt Nawalny jetzt für weitere, ich weiß nicht, 10, 20, 30 Jahre. Sie machen ihn tot. Ja, er wird nicht mehr herauskommen, wenn nicht irgendetwas passiert. Und deswegen, das ist eine höchst schwierige Frage, die jeder und jede für sich beantworten muss, für sich selbst, für das eigene, die Lebensperspektive, natürlich für die Familien. Also was soll jemand, der seine Kinder, also der sie nicht sozusagen an die Armee abliefern will. Ja, also diese Leute, die studieren, oder vielleicht die noch am wenigsten, aber die in diesem Alter sind, sie können jederzeit oder werden, nicht können, sondern sie werden jederzeit einberufen und sozusagen als Kanonenfutter und nicht als Befreiungsarmee in die Ukraine geschickt. Und diese Verantwortung, die diese Leute treffen, das ist, das brauche ich hier nicht auszumalen. Ja, und vielleicht noch dazu kommt ja auch, dass wenn wir jetzt uns wieder dem Krieg gegen die Ukraine zuwenden, dass ein Ende dieses Krieges, der Schlüssel dafür liegt ja ebenfalls in Moskau, und ein möglicher Anfang für ein Ende wäre ja auch eine politische Veränderung in Russland, ein Ende des putinschen Regimes. Deswegen, wenn wir jetzt schon über Russland nachdenken, würde mich noch interessieren, wie würden Sie dieses Regime vielleicht charakterisieren, und kann es aus Ihrer Sicht überhaupt eine Veränderung geben nach einem Jahrzehnt, mindestens einem Jahrzehnt einer Diktatur, die jede Gesellschaft, Zivilgesellschaft, jede Opposition eigentlich ausgeschaltet hat, wie Sie ja eben auch beschrieben haben? Ja. Also ich glaube, ich habe schon deutlich gemacht, ich kann keine Prophezeiungen, weder apokalyptische noch Happy End angeben. Also aus einer prinzipiellen Sicht, die skeptisch ist gegenüber Szenarien. Und meine Devise lautet, gerüstet sein für alle Fälle. Ja, und ich habe irgendwo gelesen, dass einer der Helden, der hier unten auch zitiert ist, Dürrenmatt, der hat sich irgendwie an einer Stelle auch als Spezialist für Katastrophismus bezeichnet. Und alles ist möglich. Ich wollte aber vielleicht doch zu dem ersten Satz, den Sie gesagt haben, die Entscheidung fällt in Moskau. Man kann dem zustimmen, aber ich würde erst mal sagen, die Entscheidung fällt jetzt in Kiew. Es ist an Kiew, ob sie dem Schlag, der sie zu Fall bringen soll, etwas entgegensetzen, ob sie den Plan Russlands, dieses Land wieder unter Kontrolle zu bringen, auch um den Preis weitgehender Zerstörungen, ob dieser Plan aufgeht oder nicht. Und wir haben allen Grund, natürlich angesichts der
fast maßlosen Überlegenheit an Menschen, Waffen, Nukleardrohungen, haben wir allen Grund, uns zu fürchten, dass die Ukraine in die Knie gehen könnte. Aber es ist auch erwiesen, dass alles Kalkül dieses Regimes bisher nicht aufgegangen ist. Und das hängt in erster Linie an dem entschiedenen, intelligenten, tapferen und bisher einfach funktionierenden Widerstand eines Landes und oder einer Nation, die weiß, dass alles auf dem Spiel steht. Zweitens auch die Vorstellung, dass vielleicht Europa in die Knie geht, und darum geht es ja auch letztlich. Es geht eben nicht nur um die Ukraine. Das ist sozusagen der vorgeschobenste Frontverlauf. Die Hoffnung Putins ist natürlich, das ist doch das Selbstverständlichste von der Welt, und darin ist er auch ein Genie. Im Aufspüren der Schwächen, der Widersprüche, der Verwundbarkeiten dieses europäischen oder westlichen Blocks oder wie immer man dieses Gebilde nennen will. Er setzt darauf, dass der Westen oder Europa in die Knie geht. Und dieses Spiel geht weiter. Es ist überhaupt nicht zu Ende. Wir wissen nicht, ob die Deutschen in die Knie gehen oder ob sie sozusagen dabei bleiben, die Folgen, die Einschränkungen, die Entbehrungen, die absehbar sind, wirklich in Kauf zu nehmen und zu ertragen und durchzustehen. Dieses ist ganz offen. Wir wissen nicht, ob der Wahlkampf in Amerika wieder ausgehen wird, ob es nicht eine Situation gibt, in der Amerika sagt, also das ist so weit weg, wir haben ganz andere Sorgen und wir machen unseren Frieden. Und es gibt in allen Ländern, die diesen Stresstest jetzt durchlaufen. Ja, und es gibt nicht sozusagen nur die Zeitenwende, sozusagen diesen Augenblick, wo alles anders wird, sondern es ist eine lange Zeit, auf die sich Länder, Gesellschaften, ein Kontinent einrichten muss, wie er damit fertig wird. Und also nur für Deutschland gesprochen, also es gibt ja diese Stimmen, also von den Heldinnen des Feminismus, den Heldinnen der Linken, den Helden der Rechten, also angefangen von Sarah Wagenknecht bis hinüber zu der AfD-Führung, die im Kreml ein und ausgegangen ist, gibt es eine ganz klare Strömung, die sagt, dass man dieses Risiko nicht eingehen darf und rät sozusagen zur Kapitulation. Das ist nichts anderes. Sie sind die Stimme der Kapitulation, was immer sie sonst noch an Argumenten bringen. Und das ist das, worauf Putin hofft. Das ist sein Kalkül, dass diese Rechnung aufgeht und sozusagen der Widerstand nachlässt. Und bisher funktioniert es ja auch. Also jede Drohung löst sozusagen Vibrationen aus, ob das die Rede von Medvedev ist, der vor ein paar Tagen sagte, ja, also die Ukraine, das braucht ja überhaupt niemand, das kann man ja entlang der alten Grenzen, können Österreich wieder was kriegen und die Polen können was kriegen und die Litauer können auch was kriegen und Belarus und die Russen und das Osmanische Reich kann auch was kriegen. Also diese Reden, die eigentlich, man denkt schon, man ist an einem Endpunkt angekommen, aber es gibt jeden Tag eine neue rhetorische Überbietung des, was am Tag zuvor gesagt worden ist. Und ich weiß nicht, ob Sie jetzt vielleicht noch weiter fragen wollen, ob der Krieg jetzt nicht auch schon in Russland angekommen ist.
Ja, er ist schon angekommen. Man braucht jetzt nicht nur die Drohnen, die gestern abgestürzt sind, sondern er ist schon lange angekommen durch die Rückkehr der Gewalt, der Experten für Gewalt, die diesen Krieg führen und die jetzt sozusagen gestellt erfahren, sozusagen mit der Erfahrung der Freikorps von einst in die Heimat zurückkehren und dort anrichten, was Freikorps eben in normalen Gesellschaften anrichten. Die Rückkehr der Gewalt nach Russland. Ja, ich glaube, ich könnte jetzt noch vieles fragen, aber da uns langsam auch die Zeit davonläuft, würde ich gerne fürs Publikum öffnen, würde ich gerne nochmal an den Anfang unseres Gesprächs zurück und auch zum Titel Ihrer Vorlesung, Die Mitte liegt ostwärts, der, wenn ich mich richtig nicht täusche, auch der Titel zuerst eines Essays aus den 80er Jahren war und dann auch eines Buches, genau ein bisschen später. Und vielleicht zum Schluss deswegen die Frage, wenn die Mitte ostwärts liegt und wenn wir Europa neu vermessen sollen, wie können wir uns stärker auf diese östliche Mitte zubewegen? Was wären da vielleicht auch Ihre Tipps, wie wir uns zusammen kollektiv der Mitte und der neuen Mitte und dem Osten nähern könnten? Na, das ist eine ganz, wie soll ich sagen, wenn ein Horizont sich auflöst und sich ein neuer bildet, heißt es einfach, sich damit vertraut zu machen, sich darauf einzulassen, sich kundig zu machen, also aus einer Terra Incognita eine Terra Cognita zu machen. Die intensivste Form dieses Lernvorgangs ist natürlich hinzufahren, sich umzusehen. Ja, und das geht von den elementaren touristischen Formen bis hin zur intensiven Beschäftigung, zur Anknüpfung von Beziehungen, Netzwerken, Städtepartnerschaften, NGOs. Also es ist ein unendlich reiches Set von Möglichkeiten des sich Vertrautmachens mit einer veränderten Welt. Und diese Welt ist anders, sie ist anders als die, die ich kennengelernt habe, bis sozusagen 89, also die Welt des Kalten Krieges. Sie ist anders als diese Übergangszeit, also zwischen Fall der Mauer und sozusagen der neuen, wenn Sie so wollen, ja, einer neuen Mauer oder einer neuen Grenze oder Frontlinie, eben seit diesem Krieg. Und es ist gar nicht absehbar, wie sich das weiterentwickeln wird. Wir sind ja nicht am Ende eines Prozesses, sondern mittendrin. Also wir sind eigentlich mittendrin in der Auflösung eines Imperiums. Ja? Und wie man weiß aus anderen Beispielen, British Empire und so weiter und so fort, das sind sehr schmerzliche und lange Prozesse. Und also sich vertraut machen, sich einstellen, sich in gewisser Weise auch härten, indem man Dinge zur Kenntnis nimmt, die man nicht einfach wegschieben kann. Kontaktaufnahmen, ich meine, das passiert ja auch freiwillig, unfreiwillig. Jeder Mensch, der heute im Zug fährt, hat neben sich Leute, die mit dem Handy sich gerade mit ihren Angehörigen in der Ukraine unterhalten. Also man ist ja sozusagen das Getümmel, in dem sich Europa befindet, rückt ja nahe. Ja, und je eher man sich darauf einstellt, umso besser. Und das heißt nicht hysterisch oder panisch zu sein, sondern einfach zur Kenntnis zu nehmen, was der Fall ist. Und das ist schon schwer genug, aber es gibt auch Fortschritte. Ich meine, bis 89, ja, wer hat auch in aufgeklärten Kreisen, ja, also meiner Generation, wer war bis 89 in Krakau? Wer war mal in Riga? Ja, wer ist mal nach Odessa gefahren? Das waren Einzelne. Aber es hat sich geändert. Ja, inzwischen ist Krakau und Warschau, Downtown Warschau, das alte Krakau, Riga, das bedeutet inzwischen etwas. Also
die Neuzeichnung der Karte in den Köpfen, die hat begonnen. Aber dass es diesen hohen Preis erforderte, sozusagen um die Ukraine, ein bedeutendes europäisches Land mit einer großen Geschichte, dass es diesen Bruch brauchte, um das zu bewirken, ist natürlich schrecklich. Ja, so ungefähr. Aber ich muss ja morgen noch eine Vorlesung halten und ich schulde dem Auditorium ja eine Antwort auf diese eingangs gestellte Frage, eben die Mitte liegt ostwärts, Neuvermessung. Ja, also wir sind inmitten einer Neuvermessung. Ja, und das ist eigentlich, muss man auch sagen, nicht nur ein schockierend deprimierender Vorgang, sondern es ist auch ein Vorgang, wie immer, wenn etwas Neues passiert, wo man einfach sozusagen nochmal ins Denken kommt. Ja, es ist eigentlich eine ungeheure Herausforderung und Chance, über Dinge nachzudenken, von denen man sich abgewöhnt hat, nachzudenken. Und das gilt also für das Kapitel, das wir vorhin besprochen haben, russische Geschichte. Das gilt für das Kapitel, was sind eigentlich diese Europäer? Ja, also sind sie, wie hat er das genannt, Schlafwandler? Ja, also das Buch zum Ersten Weltkrieg. Können sie lernen? Stehen sie zu bestimmten Dingen? Ist es ihnen wurscht, was da passiert? Also das steht alles, das wird alles neu verhandelt, oder wie man heutzutage sagt, es wird neu ausgehandelt. Und dafür braucht es eine Sprache, Entscheidungen, auch Engagements. Ja. Ja, ich glaube, es ist sicher auch ein interessanter Weg, auf den wir uns begeben können, diese Neu- oder Weitervermessung. Wir sind hier vorne, glaube ich, am Ende unseres Gesprächs angelangt und würden jetzt öffnen für Fragen, die sicher zahlreich sind. Sie haben so ein bisschen am Rand eine Analogie hergestellt im Zusammenhang mit der Emigrationsperspektive zwischen Russland 2023 und Deutschland 1933. Darf ich Sie bitten, diese nicht gerade ermutigende Analogie noch etwas zu präzisieren, sich darauf zu relativieren, zu differenzieren, weil es ja neben gewissen Gemeinsamkeiten zwischen Hitler und Putin doch auch ganz wesentliche Unterschiede gibt zwischen Hitler-Nationalsozialismus 1933 und Russland-Putinismus 2023 gibt. Ja. Ja, vielen Dank für die Frage. Das war auch schon angeklungen und ich bitte um Nachsicht, wenn ich darauf nicht geantwortet habe. Also der Faschismusbegriff, kann man den sinnvoll überhaupt verwenden und so weiter und so fort. Ich bin der Auffassung, also ich habe zunächst, wenn ich von 33 sprach, dass wir ja meistens nicht mit den Augen der Zeitgenossen sehen, sondern retrospektiv. Also wir sehen das dann von 38, 39, 41, 45. Und in 33 mussten sich viele in Sicherheit bringen. Sie wussten noch nicht, was 10 Jahre später dort sein würde. Also sie haben nicht das Privileg von uns, den Nachgeborenen, die wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Und also ich meinte es nur in Bezug auf diese Situation des sich in Sicherheit bringens in einer bedrohlichen Situation. Was die sozusagen die Vergleichbarkeit und so weiter, da habe ich eine ganz einfache Position, nämlich also erstens vergleichen, das ist das Allerelementarste, das heißt nicht, dass man gleichsetzt, vergleichen, das lernt man schon in der Schule, man vergleicht etwas, aber das heißt nicht, dass man etwas gleichsetzt. Was man aber in Deutschland zum Teil immer noch nicht kapiert hat, also ich erinnere nur an den Historikerstreit, wo man sich fragt,
warum es nicht möglich war, also über Nationalsozialismus und Stalinismus sozusagen einfach zu sprechen und natürlich zu vergleichen. Ja, es gibt keine europäische Geschichte ohne diese doppelte Erfahrung. So, aber ich bin der Auffassung, dass also man sehr schnell, oder dass der Faschismusbegriff so, wie soll man sagen, inflationär geworden ist, dass er gar nichts mehr bedeutet. Für viele ist es einfach ein Schimpfname, also wer ist nicht alles Faschist? Ja, es ist sozusagen ein Begriff, der jemanden einen Verdacht aussetzt und so weiter. Er ist analytisch in vieler Hinsicht einfach unbrauchbar geworden. Deswegen zögere ich, also ich habe keine Angst, das Putin-Regime sozusagen als faschistisch zu bezeichnen durch bestimmte Praktiken. Aber ich lehne es ab, das Putin-Regime oder dieses System als Faschismus zu kennzeichnen. Sondern ich glaube, es ist eine ganz neue Herausforderung, also ich gebrauche dafür bisher das Wort Putinismus, nämlich, dass wenn wir in die Analogie hineingehen, das ist, als würden wir uns ausruhen auf den Kategorien, die wir halt durch die Erfahrung mit dem Faschismus, mit dem Nationalsozialismus gewonnen haben. Und es gibt überhaupt keinen Grund, sich auszuruhen auf diesen Erfahrungen der Vergangenheit. Wir sollen sie zur Kenntnis nehmen. Wir sollen informiert sein, was alles passiert ist, ja, und was geschichtlich und Menschen möglich ist. Wir sollen informiert sein, aber es gibt keine Analogie in dem Sinne, dass die Geschichte sich wiederholt, sondern wir müssen eine eigene Anstrengung unternehmen. Und zu dieser Anstrengung, ich kann das ja nur andeuten und sozusagen das Buch über den Putinismus und so weiter, das kommt ja erst noch. Wir wissen, er ist ja noch in voller Blüte, in Entfaltung. Wir wissen ja gar nicht, wie es ausgehen wird. Ich bin überzeugt, dass man eine genuin eigene Anstrengung der analytischen und begrifflichen Arbeit leisten muss. Ja, so wie die Leute in den 30er Jahren, die mit einem neuen Phänomen konfrontiert waren, Faschismus, Nationalsozialismus. Sie haben sich sehr schwer getan, diese Arbeit zu machen, und die steht jetzt auch an. Und da spielen eine Rolle. Wir haben es mit dem größten Kontinentalimperium zu tun, das geschichtlich je existiert hat. Also wir können die Erfahrung des British Empire, wir können das Niederländische und was weiß ich, Osmanische Reich nehmen, aber diese Form des Kontinentalimperiums hat es so nicht gegeben. Zweitens, oder ein zweiter Gesichtspunkt, es hat nie eine Form der Umformung von Eigentum gegeben, wie sie jetzt in der postsowjetischen Welt stattgefunden hat. Also, wenn man immer diese Vergleiche mit den Robber Barons, also des Gilded Age in Amerika nimmt, ja, Kapitalismus, Eisenbahnbau, riesige Unternehmen, das stimmt alles überhaupt nicht, weil die Oligarchie und die Privatisierung des Volkseigentums, des Staatseigentums, die es im postsowjetischen Russland gegeben hat, das ist etwas ganz Eigenes. Es hat noch nie innerhalb einer kürzesten Zeit, also von wenigen Jahren, die Enteignung sozusagen von Staats- und Volkseigentum in diesem Maßstab gegeben und die Exportierung des Reichtums in die Welt hinaus. Also die Oligarchen haben ja nicht investiert in ihrem eigenen Land. Sie haben ja nicht das Geld gesteckt in die Infrastruktur und so weiter. Das Geld ging, das wissen wir alle, in die City of London, an die Côte d'Azur, in die, wie heißen diese Inseln alle, Cayman Islands und ich weiß nicht was. Also dort, wo das Geld gearbeitet hat,
wo es im Kreislauf der kapitalistischen Mehrwert- und Profitproduktion etwas gebracht hat. Dort ist dieses Geld, dieses Volkseigentum, das enteignete Eigentum gelandet. Und man könnte jetzt weitere Gesichtspunkte, das ist, dass natürlich die faschistische Bewegung und die nationalsozialistische Bewegung, das sind sozusagen in gewisser Weise konterrevolutionäre Volksbewegungen gewesen. Also das Regime ist von Bewegungen getragen worden und von Bewegungen, die dem System dann entgegengearbeitet haben. Der russische Fall ist ja jetzt ein ganz anderer. Wir haben es mit der Machterhaltung und Machtbehauptung des härtesten bleibenden Kerns der alten Macht zu tun, sprich sozusagen also der innere Kern, Tscheka, NKWD, KGB, FSB plus den Privatarmeen, die privatisierten Armeen, die aufgebaut worden sind und die man jetzt sozusagen entfaltet sieht. Also diese Figur von Prigozhin und Wagner, der heute in der ganzen Welt operiert und überall Unruhe stiftet, das ist ja alles hervorgegangen aus diesen in der Sowjetunion gebildeten und aus dem Zerfall der Sowjetunion übrig gebliebenen Machtstrukturen. Und ich meine, ich habe das damals auch nicht kapiert, dass als der Putin seine Rede gehalten hat vor den FSB-Leuten, wo er gesagt hat, also jetzt sind wir endlich in einer Situation, wo wir gerettet sind und wo wir wieder sozusagen loslegen können. Das hat er offen gesagt, ja, dass er diese Kreatur und dieses Produkt, also im vollsten Sinne des Wortes, dieser inneren Macht, ist er dann hervorgetreten und hat sich als solcher bekannt. So, aber dann gibt es noch weitere Elemente. Also historisch gibt es einfach nicht den Background der russischen Orthodoxie. Es gibt nicht eben den historischen Hintergrund, also des Moskauer, des Petersburger und des sowjetischen Imperiums. Nur ich bin der Auffassung, dass die Politik, die heute läuft, sich nicht primär aus der Geschichte ableitet. Ja, also das ist mir sehr wichtig, sondern dass die Geschichte sozusagen das Dekor, die Begleitmusik, die Instrumentierung von Softpower, von Medienraumproduktion ist, aber dass das wirklich die treibende Kraft, da bin ich einfach noch zu sehr Marxist, um das noch anzumerken, es ist die innere Dynamik eines gesellschaftlichen Systems, das Land, die politische Führung antreibt, die sozusagen die Kunst und die Meisterschaft aufbringen muss, dieses am Laufen zu halten und an der Macht zu bleiben. Also es geht letztlich um Machterhalt, fast um jeden Preis. Und wie das ausgehen wird, wissen wir noch gar nicht. Ist das ungefähr angedeutet? Ich wünsche mir sozusagen eine Theorie des Putinismus auf der Höhe der Zeit. Jetzt der Timothy Snyder und andere haben ja den Begriff des Raschismus also ins Spiel gebracht. Das ist ein sehr verlockender Begriff. Also Raschismus, um sich Russia und Faschismus, um dem einen Namen zu geben. Aber ich bleibe erstmal beim Putinismus als einer eigenen Form. Kann ich es einfach so? Okay. Es ergibt sich die Frage, ich komme aus Finnland, Sie haben es ja gesagt, die Geschichte hat sich auch mit Russland geändert. Wir haben ihnen ja 15% vom Land abgetreten. Wir hatten den Frieden bis zuletzt, bis zu NATO-Beschluss.
wenn 2014 Ukrainer die russischsprachigen Gebiete abgetreten hätte, hätte das in heutigen Russland Chance gehabt, dass der Frieden herrscht. Naja, da ist wieder die Analogie, was war mit dem Winterkrieg, mit sozusagen dem Widerstand, dem äußerst verlustreichen, also für die Sowjetunion äußerst verlustreichen Krieg und der Stärke eigentlich des finnischen Widerstands und einer ganz anderen Konstellation des Aufstiegs der Sowjetunion zu der Macht nach dem, sozusagen im Kampf gegen Hitler, den aber die Sowjetunion nicht allein geführt und gewonnen hat. Also die Frage, ob er sich damit begnügt hätte, es gibt keinen Hinweis darauf. Er hat ja schon vor 2014 gesagt, dass die Ukraine keine eigenständige Nation, kein eigenständiges Land ist, sondern Teil der großen Rus und Russlands ist. Das hat er gesagt. Und wir müssen uns eher vorwerfen, dass wir das für sozusagen rhetorisches Geklimper gehalten haben. Er meinte es ernst. Er kann sich konnte sich und kann sich die Weiterführung des russischen Reiches nicht vorstellen ohne diese Kernnation oder Kernbestand eben der Slawen der Ukraine und Belarus. Er kann sich abfinden damit, dass die Balten weg sind und vielleicht die Georgier und vielleicht Zentralasien, obwohl das auch nicht sicher ist. Im Grunde ist das Konzept der russischen Welt, das er früh geprägt hat, das Konzept der russischen Welt ist, dass es eigentlich keine Grenzen gibt. Ja? Nein, das ist jetzt nicht läppisch von mir gemeint, sondern die russische Welt, und ich habe die Inkubation dieser russischen Welt miterlebt, ist, dass alles, was irgendwie mit der russischen Kultur, der russischen Sprache, der russischen Lebensform, der russischen Religion oder was immer zusammenhängt, das gehört zur russischen Welt. Ja? Und ob das die russischsprachigen Minderheiten im Baltikum sind, ob das Mädchen Lisa, also in West-Berlin ist, ich weiß nicht, ob Sie diesen Skandal noch mitbekommen haben. Das erinnert eigentlich an die Politik von Weimar und dann natürlich Nazi-Deutschlands, dass man ein Recht hat, für die Volksdeutschen und die Auslandsdeutschen sozusagen einzutreten. Ja, also der Spruch der Freikorps war, dort, wo wir sind, wo wir Deutschen sind, da ist Deutschland. Ja? Und dieses Deutschland, dazu gehörte das Baltikum, dazu gehörte Riga, dazu gehörte Wolynien mit den Wolyniendeutschen, dazu gehörte dann auch Bessarabien, ja, die alle dann zurück ins Reich eingemeindet worden sind nach 1939. Also die Absicht, dass die Ukraine kein Recht auf eine selbstständige, unabhängige Existenz hat, das ist ganz früh ausgesprochen worden. Und was jetzt passiert, also bis hin zu den letzten Sätzen von Medvedev, und er ist immerhin der Leiter des Sicherheitsrats im Kreml, ist nicht irgendein Narr, ja, der vor sich hin faselt, ist, die Ukraine gibt es gar nicht. Oder sie soll aufgeteilt werden und zugeschlagen werden. Jeder soll sich nehmen, wozu er historisch berechtigt ist. Ja, aber es ist müßig, über dieses Wenn zu sprechen. Es hat sich anders ergeben. Und nach der Krim, die Krim war ja nicht, ich meine,
Es ging ja nicht um die Besetzung der Krim. Ich habe ja die Erstürmung der Donbass-Verwaltung mitbekommen. Ja? Das folgte, es ging weiter. Ja? Und Stretkov Girkin hat seine Truppen aufgestellt in Kramatorsk und in anderen Orten. Und also die Intervention, ob mit Gaskrieg, mit Vertragsregelung, mit also das Instrument der Intervention und des sich gefügig machen wollens war ja vielfältig. Und die maskierte Annexion, die hat es ja auch gar nicht gegeben, wie wir wissen. Ja? Es hat ja niemand annektiert, sondern es kamen diese grünen kleinen Männchen, ja, die sich ihre Uniformen im Supermarkt besorgt haben. Ja, das hat alles stattgefunden und es ist kein Ende absehbar. Und der Friedensplan, den Moskau vorgelegt hat, ist ja gar kein Friedensplan, sondern ein Plan der Vernichtung der Unabhängigkeit der Ukraine. Wenn wir nun von einer Entwicklung, einer neuen Sicherheitsarchitektur in Europa sprechen, was sind so die großen historischen Stolpersteine, die bis jetzt nicht berücksichtigt wurden? Ja. Ja, im Augenblick wird ja überall beklagt, ein Mangel an strategischem Denken. Ich muss in gewisser Weise sagen, das klingt jetzt wie ein Ausweichmanöver, dass mir die strategische Fantasie abgeht und dass ich eigentlich eher das verfolge, was on the ground passiert. An den Kräfteverhältnissen, die sozusagen letztlich entscheidend sind und die auch sozusagen die Kunst der Diplomaten, das Feld für die Kunst der Diplomaten bestellen und abstecken. Und ich bin der Auffassung, dass gerade die letzten Jahre und Jahrzehnte eigentlich auch ein Desaster der Diplomatie gewesen sind, worüber man eigentlich auch nicht gerne spricht, weil die Diplomatie dann auch sprechen müsste, wie sie in gewisser Weise sehenden Auges bestimmte Dinge mitgemacht hat, mitgetragen hat, auf der einen wie auf der anderen Seite. Aber das wird sicher auch noch aufgearbeitet werden. Und also ich könnte jetzt natürlich eine Meinung sagen, die ich als Zeitungsleser habe, nämlich, dass es die Möglichkeit gibt, dass sich Amerika eben komplett auf den pazifischen Raum, also ich könnte Ihnen da nicht mehr erzählen, als was in den Leitartikeln der Zeitung steht, die ich immer mit Gewinn lese. Aber die Sache entscheidet sich letztlich auf einer anderen Ebene. Und im Augenblick ist ja sozusagen in Ehrung des 100 Jahre alt gewordenen Henry Kissinger also ein Lob also des strategischen Denkens in allen Zeitungen zu lesen. Und also das ist auch bewunderungswürdig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verschiebung der Kräfteverhältnisse oder die neue Diplomatie, für die er gerühmt wird, möglich hätte sein können oder werden können ohne die Verschiebungen on the ground. Das heißt, auf das, was sich in China vorbereitet hat und worauf die Diplomatie eigentlich nicht viel oder wenig Einfluss hatte, auf das, was sich in Europa vorbereitet hat, das Reifwerden des Spätsozialismus für seine Selbstauflösung,
Das sind alles Dinge, die vor der Diplomatie liegen. Und ich, vielleicht bin ich verdorben in meinem historischen Denken. Ich halte die Interventionsmöglichkeiten, also des Diplomatischen, sozusagen, was die Weichenstellung angeht, für sehr beschränkt. Und vielleicht liege ich da falsch, aber ich halte mich eher für kompetent, um zu betrachten, was da vor sich geht. Und die Spielmöglichkeiten sind einfach viel weiter, als ich mir das im Augenblick vorstellen kann. Ich hätte mir nicht vorstellen können, vor einem oder vor zwei Jahren, dass die Gruppe Wagner an so vielen Stellen sozusagen zu einem Zünglein an der Waage beim Umkippen von Machtverhältnissen werden könnte. Also ob das in Zentralafrika, in Mali oder jetzt im Sudan werden könnte. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass jemand, der sein Land sozusagen in den Abgrund gestürzt hat, wie das in Syrien passiert ist, dass er tatsächlich durch die Ausdauer der Unterstützung und die Zähigkeit der Intervention von russischer, iranischer Seite, dass er tatsächlich wieder in den Kreis sozusagen der Staatenwelt aufgenommen werden könnte, wie das jetzt passiert ist. Also ich bin eigentlich eher skeptisch gegenüber der Reichweite, den Interventionsmöglichkeiten des diplomatischen Spiels, wenn es nicht in Übereinstimmung mit tragenden Kräften ist. Diplomatie kann nur etwas bewirken, was schon im Gange ist. Entschuldigen Sie, wenn ich da nicht weiter komme. Ich habe ein Kapitel geschrieben über Diplomatie in meinem Buch über das russische Berlin, also über sozusagen den Moment, wo Diplomatie offensichtlich eine ungeheure Chance hatte, ja, nach dem Ersten Weltkrieg, den Wilsonian Moment, also wo die alte Diplomatie, die Geheimdiplomatie, die Kabinettspolitik abgeschafft war und plötzlich etwas ganz Neues in die Welt kam. Aber das hat sich dann doch nicht bewahrheitet. Also mich interessiert die Diplomatie, aber mein Schluss ist eher eine Einsicht in die Begrenztheit der Reichweite von diplomatischen Interventionen. Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine letzte Frage und falls es dann noch weitere gibt, kann man sie sicher auch beim Apéro besprechen. Es gibt ja auch den Einfluss von China Richtung Sowjetunion. Wie schauen Sie das an? Das sind ja zwei völlige Alpha-Tiere, die selber ein Reich sich eingerichtet haben, das schrecklich ist, also würde ich mal sagen. Wie sehen Sie hier die Möglichkeit von China, dass es Russland bei der Weiterentwicklung seiner Macht helfen kann oder helfen will? Vielen Dank. Ich weiß es natürlich auch nicht und habe dazu nur eine Meinung. Ja. Der Aufstieg und die Wucht, also der chinesischen Entwicklung, ist so überwältigend und dem wird sich niemand entziehen können, auch dieses Russland nicht, das aber in die Rolle sozusagen eines Juniorpartners, sozusagen eher eines Instruments gerückt ist. Und es ist eine große Täuschung auch wiederum sozusagen des Putin-Regimes, die chinesische Karte gezogen zu haben. Er hat keine Karte, sondern er begibt sich in eine große Abhängigkeit. Und ich muss sagen, immer wenn ich in China war,
muss ich sagen, der größte Schock, den größten Schock habe ich immer bei russischen Touristen erlebt. Sie waren fassungslos vor dem, was dort passiert ist, innerhalb von 30 oder sogar weniger Jahren. Also sie standen vor diesen Skylines von Shanghai und Harbin und wo immer sie waren. Und das hat sie viel mehr gewundert und erschüttert als ihr Ausflug nach Paris. Paris, das war das alte Europa und auch New York ist sozusagen, das kennt man schon. Aber was dort in nächster Nähe entstanden ist in kurzer Zeit, das verursacht einen tiefen Schock. Und wenn Sie also in Fernost unterwegs sind, es ist einfach so, dass es stellenweise eine kalte Übernahme dort bereits gibt. Ja, auch wenn die noch von Vladivostok sprechen, Sie wissen, dass Fernost eine mühsam kolonisierte russische Welt ist. Also ich will jetzt nicht die Prophetien, die der Helmut Schmidt immer geäußert hat, der wusste ja schon, dass China Sibirien übernehmen wird und dass der Islam vorrücken wird, das weiß ich alles nicht. Aber Sie können, wenn Sie unterwegs sind, einfach die Power, die Softpower und die Attraktion, die Sogkraft eines starken, im Aufschwung begriffenen Landes überall spüren. Also ob das beim Transfer von Elektronik, Autos auf den Märkten, beim Betrieb der stillgelegten Sofchosen, überall ist sozusagen die chinesische Arbeit am Werk. Und ich rede jetzt nicht von gelber Gefahr oder irgend so etwas, was man auch leicht mobilisieren kann. Ja, nein, die Frage ist aber auch wieder, was mit China passiert. Ja, was China Russland eigentlich anbieten könnte, respektive was Russland selber glaubt, was es von China bekommen könnte. Das ist so ein bisschen diese Zusammenarbeit, oder? Ja, ich glaube, dass es bisher dass China in gewisser Weise die Rolle des Abnehmers für diese Ressourcen, obwohl das kein einträgliches Geschäft für Russland ist, aber sozusagen jetzt, wo diese andere, die Nachfrage auf dem Weltmarkt nachlässt, aus politischen, aus ökologischen und sonstigen Gründen, also es gibt diesen Deal, also zwischen Lieferung von Ressourcen, von Standorten, also die Nordostpassage. Russland ist ja schon ausgeschaltet, was den Transfer nach Europa angeht. Also die Seidenstraße geht ja nicht über die Transsib, sondern parallel dazu im Süden. Und ja, sie können Hightech, Infrastruktur, also alles das, was sie können, können sie auch liefern. Und das werden sie wahrscheinlich auch machen, weil das, also ich als Mensch, der seine Meinung in diesem Punkt aus der Zeitungslektüre bildet, sie werden alles tun, um ihren Aufstieg zu konsolidieren und wo immer das möglich ist. Ja, ich glaube, mit diesen großen Fragen für die Zukunft, auf die wir jetzt noch keine Antwort haben, würden wir uns auch hier vorne verabschieden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Schlögel, für die sehr interessanten Einsichten und ja auch bei Ihnen und euch hier im Saal und auch vor den Bildschirmen fürs Zuhören und beim Käfigturm für die Einladung.
Ja, vielen herzlichen Dank auch von mir, vor allen Dingen für das Gespräch. Hier gibt es ein kleines süßes Dankeschön. Aresteine oder Käfigturmsteine, wie man es auch nennen will. Vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Es hätte natürlich noch viele weitere Themen gegeben, hätte noch länger diskutieren können. Aber wie bereits gesagt wurde, alle, die hier vor Ort sind, sind herzlich eingeladen, noch bei einem Glas Wein oder Saft ein Stockwerk weiter unten weiter zu diskutieren. Dort wird es auch einen kleinen Büchertisch geben von der Buchhandlung Am Zitglocke, mit der wir zusammenarbeiten, mit einer Auswahl von Büchern von Karl Schlögl. Alle, die online zugeschaut haben, verabschiede ich nun hiermit. Und das Video bleibt, wie gesagt, online. Sie können das auch gerne teilen, falls Leute das heute nicht schauen konnten. Ich weise zum Abschluss noch kurz hin auf die nächste Veranstaltung hier bei uns. Die findet bereits morgen statt und das ist eine Zusammenarbeit mit dem Verein Wir alle sind Bern. Und zusammen mit Ihnen organisieren wir ein Abstimmungsbüro, wie sich das nennt. Und da werden die verschiedenen Abstimmungsvorlagen, worüber wir Mitte Juni abstimmen müssen, mit von Menschen diskutiert, die kein Stimmrecht haben und solche, die ein Stimmrecht haben in der Schweiz. Und wo es eigentlich auch darum geht, wie entscheiden wir als Gesellschaft gemeinsam und wie diskutieren wir Themen auch mit Menschen, die nicht darüber abstimmen können, obwohl es sie auch betreffen. Nun danke ich Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank.